Knife ist live. Penta gegen Outlaws auf DE Inferno. Bisher steht es 1 zu 0 für die Outlaws nach Maps. DE Inferno, wie bereits erwähnt, der Map-Pick von Penta. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wird jetzt Penta einfach einen Weg hier vorbeifinden an der CD-Deckung von den Outlaws? Auf Overpass haben sie sich sehr schwer getan, Fuß zu fassen auf der T-Seite. Und meine Befürchtung wäre hier, dass Penta ähnliche Probleme bekommt. Sollten die Outlaws auch hier offensiv, vielleicht mal offensiv die Banane decken, keep smoken und auch wieder sehr viel pushen. Wunderbar, die Overview funktioniert diesmal und wir sehen den klassischen Dreier B Push bei den CTs. Rocking gibt Vollgas und Penta baut über die Falsche aber schnell auf. Zen wird hier noch hinten abgestellt. Der deckt hier defensiv ab, lässt sogar durchlaufen oder auch nicht. Sollte sie vielleicht durchlaufen lassen. Jetzt mal schon, was er macht. Also, wenn die Mates machen den Argo, jetzt wird er aber gerade abgeaimt, schlechtes Timing. Oh, Rocking kann sogar den Kill noch setzen. Das letzte HS. Ist zwar hier am Spot, hat aber keine Bombe. Kann noch den ersten holen. Aber Rocking macht den letzten. Ja. Und Penta beginnt da, wo sie aufgehört haben. Auf der letzten Map. Und zwar werden sie hier komplett überfahren von Outlaws. Warum weiß nicht, ich fand die Posi von Zen eigentlich nicht gut, was er gemacht hat. Entweder er steht einfach so, dass er die Frags auch ziehen kann. Also das Ding ist halt, er steht so weit hinten, dass er einen schlechten Winkel meiner Meinung nach hat. Ich hätte dann eher so ein bisschen Off-Winkel hier gestanden und da reingeaimt, um eben ziemlich nah am CD dran zu sein und den Kill auch gleich setzen zu können. So steht er hinten, wird gesehen und kann nicht allzu viel machen. Das ist aber ein erster Kill an B. Da sitzen wir jetzt schon Spellern da und dann wird auch schon geschoben. Jetzt mal schauen. Oh, und Cirque und Spellern spielen es wunderbar. Spellern mit dem nächsten, letzter Sunny. Und der ist hier im Pool gefangen. Kann ja nochmal Cirque vom Server fegen. Aber somit haben wir ein 2 zu 0 für die Outlaws. Und Penta dürfte die nächste Echo haben. Vor allem war es ein bisschen sinnlos, dass die eben in der ersten Runde Zen Action RT mit der Abstellen der T-Rampe, wenn seine Mates komplett A durchrushen. Also wahrscheinlich sollte der Lurker von hinten sein, aber dann war die Posi schlecht. Und wenn sie A drauf rushen, kann er gerade mitgehen und man kann danach nochmal nach hinten abaimen. Vor allem hätten sie eigentlich schön, was man auch machen kann als Anti gegen diesen B-Push, einfach zu dritt in der E-Schräge campen, up-aim, auf den Push warten und dann nochmal, sobald man den Kontakt hat, Banane durchfahren. Jetzt darf hier gleich Cirque mit Attack 9 naschen. Mal schauen, was er holen kann. Ersten hat er. Und jetzt laufen sie schon weg. Also wollen hier nicht in ihn reinlaufen, der ist zu hot, aber NK ist noch heißer, macht jetzt Triple und holt sogar Sunny noch durch die Smoke weg, somit 3 zu 0 und Penta jetzt mit der ersten Equip Round, aber die Outlaws mit der nächsten technischen Pause. Naja, Penta hat nicht allzu viel Geld, wir werden hier wenig Equip haben, wir sehen auch schon Zen, nur ein Molly, eine Flash, Innocent bisher nur Smoke und Flash. Sollten die Grants blau einsetzen, entweder für einen frühen Take, für einen direkten Rush, oder eben sie warten die Smokes und Mollys ab von den Gegnern und setzen dann die Grants bei dem Go ein. Was sie nicht machen können, ist Banane einnehmen, dann erstmal schimmeln und dann keine Grants haben für einen B-Go.
So, weiter geht's. Und mal schauen. Also, das Equipment. Ja, wir haben viele Mollys. Eigentlich ein Zeichen für ein Bego, aber ich glaube, sie bauen erstmal falsche Mitte auf. Hier wird ein B-Take, also den Banane ein mit dem Moller. Einer kann hier aufpushen. Und da geht's mit ihr runter. Oh. Und Rocky mit dem unglaublichen Push. Und sogar noch einen zweiten holen. Jetzt heißt ein bisschen gefangener Banane. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Und die Runde wird direkt vernichtet für die Penta. Ja, und wie angekündigt, Penta hat einfach irgendwie, ja, findet kein Mittel gegen diesen offensiven Spielstil. Werden komplett runtergepusht in die T-Schräge. Und Rocking fällt komplett Mitte runter. Circuit Backup mit der AWP von Mitte oben. Solo Bego. Da steht noch Spellan. Jetzt Innocent letzter. Kann von ersten holen. Boah, was ein Spraydown. Netter Flick von Innocent. Das ist von Spray Control ganz nach hinten. Hat noch ein Modern Tools. Problem ist, dass die Gegner sowohl einen Molly als auch eine Smoke haben. Wenn sie jetzt einfach Banane absmoken oder Banane wegmollen, und wir smoken nur ab. Und Innocent kann durchdrücken, den ersten holen. Komm, ein Schuss, nein! Oh, so knapp am Kopf vorbei. Schade eigentlich. Aber auch ein bisschen chaotisch von Outlaws, dass sie erstmal nicht Banane wegmollen und dann die Smoke. Oder sagen wir, die smoken die Bombe zu und werfen dann den Molly noch Banane. Haben ihm nur gesmoked. Und wenn Innocent wirklich so einen Millimeter weiter runter zielt, ist der Diffuser down. Und die Runde fast safe. Ja, ich glaube, das wäre so eine Runde, die die Panthers gebraucht hätten, um noch mal ein bisschen Hoffnung zu sammeln. Jetzt wollen sie im Argo versuchen. Haben hier ein bisschen geforst. Können nächste wahrscheinlich noch kaufen. Vor allem, wenn sie Bombe. Sorry. Wenn sie die Bombe legen. Sollen sie kaufen können. Jetzt aber Nikki am Geländer. Wo er blind wird, wenn die Flash gut kommt. Könnte das werden? Zwei im Pit. Also, wenn die Flash gut sitzt. Nikki gleich down geht. Und dann die zwei Spieler im Pit down sind. Dann ist hier alles möglich. Oh, jetzt kommen wir wie Smoke. Ich glaube, sie werden die Smoke abwarten. Ja, sie lassen sich Zeit. Vor allem mal gucken, ob sie mit NK auch noch im Pit rechnen. Aber Nikki jetzt down, kann den ersten holen. NK mit dem nächsten NK kann nur einen holen. Die A-Haus draußen, Zen mit dem Kill anlang. So wird noch für ein 2 Vorteil für Penta. Und Zen schon in der Bibliothek. Kann ja vielleicht. Sehr schön. Kann Rocking holen. Jetzt letzter Spellern. Und den jetzt auch Zen haben. Oh. Das Timing. Na, kann das safe gehen? Könnt ihr noch versuchen, die T's, will er auch machen, also möglichst viel Schaden zu machen. Er weiß, die T's haben sehr wenig Geld. Sollte jetzt hier noch ein paar Kills setzen. Sieht es ganz gut aus. War kein Penta kaufen. Eigentlich auch wie so ein Zeichen, wie, ja, wie knapp die Runden zum Teil waren. Also vielleicht nicht so knapp, aber eben meistens haben Outlaws nur mit 1-2 überlebt. Dadurch haben die immer wieder nachkaufen müssen, haben wenig Geld. Wir sehen eben, die ganzen Kohlen eigentlich schon weg. Und Penta steht sogar finanziell besser da als Outlaws, obwohl sie nur eine Runde bisher geholt haben. Sind eben auch noch mal diese Dumpingpreise bei den Tees.
Jetzt gibt es hier wieder ein Argo. Wahrscheinlich darf Innocent gleich aus dem Hausmeister raus. Wollen die vielleicht sogar nur Fake? Also wird ein A Fake und ein B Go. Jetzt schieben sie ganz schnell zurück. Aber ja, Spell an Arn schon. Wir haben sehr schön Read. Hätten wir beide B. Jetzt Spellern und Rocking. Ja, Panther lässt sich viel zu viel Zeit. Es ist sehr offensichtlich, dass es ein Bego wird. Und der Fake geht nicht auf. Wir sehen schon, der dritte von Outlaws schiebt jetzt Rocking am Spot oben. Ja, aber blind. Kann aber keinen holen. Die Flash hält sehr lange. Jetzt kommt der Bego. Spellern ist ein bisschen zurückgedrängt worden. Oh, sehr schöner Shot von Innocent gegen Spellern. Somit 4-3. Sir kann noch einen nächsten holen. Jetzt sind 4-3. Hätten noch einen Molotov. Wenn der Molotov hier ins Eck kommt. Aber ich glaube, dass Zen es hier ganz gut ausspielt. Kann die Smoke wunderbar ausspielen. Und ist dann auch noch im Eck. Kann ersten holen. Sunny von der Seite. Und ein sehr schöner Afterplant. Somit die zweite Runde für die Panthers. Und die Outlaws dürfen Echo machen. Obwohl sie hier eben 4 Runden am Stück gewonnen haben. Können sie gar kein Geldpolster aufbauen. Und das Ganze fängt schon mal deutlich besser an. Auf der T-Seite. Als auf Overpass. Dann haben es die Outlaws ein bisschen schlecht gemacht. Also Rocking arg optimistisch oben auf der Kiste geblieben. Obwohl er blind war, ist nicht gedroppt. Und auch sein Mate von Ruins hat da wenig Backup gegeben. Hätte ich vielleicht mal gegenflashen sollen. Damit eben Rocking die Posi halten kann an der Kiste. Crystal muss aufpassen, aber ahnt schon. So, ich kann mir vorstellen, dass die Outlaws wieder Tempo anziehen. Sie merken, dass das langsame Spiel nicht wirklich läuft gegen Panther, dass sie Panther zu viel Raum einfach geben. Und jetzt werden sie vielleicht wieder anfangen, offensiv zu spielen, mit der runter zu pushen, Banane offensiv zu stehen. Jetzt mal schauen, ob ich recht habe. Murken sich selber gleich die Mitte und Zerg will in die falsche Mitte mit AWP zielen. Sogar Haus hier durch für den ersten Frag. Also kleiner offensiver Move am Haus und der könnte hier belohnt werden. Da kommt Innocent. Oh, sie haben schon fast geahnt, haben ein kleines Anti gespielt, Sir, genau die Sekunde zoomt er weg. Also schön gemacht von Penta. Schöne Awareness, dass jetzt Outlaws eben so einen offensiven Move machen wird. Jetzt kommt der Argo. Oh, Nikki muss aufpassen. Nikki am Spot, kann den ersten holen. Im Pit schon NK mit dem King Innocent. Und jetzt Sunny ist da oben gefangen, auch schon Headshot gesetzt. Nikki mit dem letzten. Und der Rush wird aufgehalten. Ja, ich glaube, das Panther hatte wohl gehofft oder spekuliert, dass Sirk vom Pit aus das Haus deckt. Oder allgemein mit der AWP das Haus deckt. Und wollte dann, glaube ich, einfach ziemlich schnell die AWP im Haus überfahren. Und so das Game aufmachen. Aber Outlaws eben gleich gewechselt. AWP ganz weggeschoben. Und hatten eben zwei M4s auf dem Spot. Die das Haus safe halten konnten. Penta immer noch ganz gut Geld. Also selbst wenn sie die Runde verlieren sollten, hätten sie eigentlich noch Geld für ein Buy, glaube ich. Jetzt geht es wieder Richtung A.
Dann Zerg spielt die Anti-Flash-Posi, also kurz spotten. Eben nicht im Zoom stehen, damit dann, sobald die Flash kommt, schnell Death gehen kann. Ja, jetzt macht das doch nicht. Ich habe auch weggesmoked, muss Death gehen. Das kann auch nur ein A-Fake werden und B-Go. Wir haben noch Zen am B. Ja, es ist auch nur ein Fake. Jetzt geben sie B-Gas. Lass eben Zen schon ganz vorne. Aber Outlaws fällt nicht drauf rein. Und sie machen hier den schönen Doppel. Einer unten, Nikki, der hier baiten darf mit der AWP. Sie werden dann wahrscheinlich den Boost hier nicht mehr abzielen. Und Nikki holt den ersten Molotov. Wunderbar geschmissen vom Timing her. Kann Rush aufhalten. Und jetzt kommt der Go. Und jetzt noch Nikki und Rocking im Doppel. Oh, Nikki fällt. Rocking kann die Bombe aber ansagen. Jetzt durchsprayen. Oh, sehr schön, der Spray kann den nächsten holen. Ich muss jetzt die Bombe durchlegen. Christ muss er decken bekommen. Hat er durch die Wand, aber hat noch viel AP. Sunny dafür ziemlich low geschossen. Jetzt muss Crystal hier nochmal zeigen, was er kann. Holt ihn. Er holt gar keinen. NK mit dem Kill. Ja, Penta mit nicht ganz so effektiven Fakes. Schaffen es irgendwie nicht, die Outlaws vom B wegzuziehen. Aber haben auch ein bisschen, ja, weiß nicht, wenig angefaked. Hatten mit hier oben zwar eingenommen, aber eben keine Präsenz in der Action gehabt, vorne in der Action oder an lang. Und solange da die Präsenz fehlt, müssen die Outlaws vielleicht gar nicht schieben. Vertrauen auch ihren Mates, zu dritten A halten zu können. Und ich hoffe, dass Penta jetzt so ein bisschen merkt, dass die Fakes eher ins Leere laufen. Und entweder die Fakes ein bisschen anpassen und noch ein bisschen härter anfaken oder auf die Fakes verzichten und einfach zusammen dann die Spots angreifen. Weil wir sehen eben, sehr viel Utility geht weg für den Fake, schmeißt dann sehr viele Grants, sehr viele Mollys, sehr viele Smokes, macht dann den B-Go mit relativ wenig Equipment. Ja, also, mal gucken, Zen wieder alleine, fällt jetzt aber dann einfach nur ganz billig an. Jetzt kommt der A-Go, Nikki mit dem ersten. NK auch noch ein Pit bekannt, holt dann noch einen, jetzt Honey mit dem Frag gegen NK, HS mit dem Frag gegen Nikki, spot das mal auf, sorgt noch an lang. Jetzt auch ein Turn für die Runde ist noch offen. Bombe aber noch nicht aufgehoben. Die Bombe aufgehoben. Oh, und Zen holt den ersten. Ja, schön gemacht, kommt hier nochmal weg. Tu und tu so mit. Jetzt vielleicht HS über die Action. Kann hier Rocking holen. Und Ahn schon, ich glaube, der zweite wurde, glaube ich, angesagt. So wie sie spielen. Und auch sehr schöne Posi von Zen. Geht hier nochmal ganz, ganz defensiv. Und steht nochmal Anti, falls er im Haus pushen will. Bin mitgedacht. Die Bombe liegt, glaube ich, ein bisschen verdeckt. Jetzt Bellan, immer noch ein 2. Da ist im Spot hinten. Wurde auch gesehen. Kann ersten holen. Und jetzt nochmal schwer für Zen. Der ist hier bei Action vorgepusht. Er zieht durch. Reicht's? Reicht's? Es reicht nicht. Zen aus der Action. Macht den Kill. Also schöner Laufweg von ihm. Kommt eben nicht über A Haus, sondern lässt Gegner durchlaufen und kommt nochmal gleich Action nachgeschoben. Und eine wichtige Runde für Penta. Somit 6:4. Und Outlaws wieder mit dem Geld am Limit. Also wichtige Runde für Penta. Sollen sie die holen? Es sind schon wieder fast gleich zwei Runden, die sie bekommen. Aber er steht hier schon Anti-Flash. Kann den Kill gegen Rocking machen, holt den ersten. Spiller noch da. Kann er den Rekill setzen jetzt, Zen. Legt hier nach. Mit B-Side offen, aber jetzt lässt sich hier viel zu viel Zeit machen. Langsam, haben ein bisschen Angst, dass er ein Triple B-Stack ist. Da mal, da eben sehr viele CTs, falls sie B pushen, oft zu dritt B pushen. Jetzt mal schauen, ob sie jetzt die Runde vielleicht verdaddeln durch den langsamen B-Push.
Und ob sie mit dem Boost rechnen würden, werden. Ich bin da nicht so ganz sicher. Der Boost ist eine ganz gute Idee. Und ich glaube, sie werden da nicht hinziehen. Wenn jetzt ein, zwei Leute holen kann, wird es richtig übel. Also gehen da drauf. Holt den ersten, Bombe down, kommt sogar noch weg. Und jetzt haben wir einen 3-3 Retake. Und wir haben noch zwei Molotovs bei den Outlaws. Die Runde ist noch lang nicht gewonnen für Penta. NK kann ja gleich Zen wegholen hinten am Spot. Jetzt noch Sunny mit der kleinen Joker-Posi. Und der ist wichtig. Holt den ersten, holt den zweiten. Und jetzt letzter NK gegen zwei. Kann die Bombe nicht wirklich gut zusmoken. Lust hier an. Und wird vernascht und Sunny macht's. Also ich bin nicht ganz sicher, ob Sunny den ersten hat durchlaufen lassen oder ob er einfach nur ein bisschen später durch die Smoke durchgeschlichen ist. Auf jeden Fall sehr schön gespielt von Sunny. Kann nochmal die Runde safe machen, die davor sehr, sehr schlecht aussah. Und wie gesagt, wichtige Runde für die Panthers. Haben jetzt eben noch gleich die zweite Runde schon fast gewonnen, da die Outlaws die Echo haben. Aber ich sage, sie die Runde schon fast gewonnen haben. Kommt der NK mit der Deagle. Verteilt die erste Shelly. Und die Runde wird nochmal eng. Wir haben alle so wenig HP und jetzt kommt der Bego. Und da steht noch Spellan. Und da ist ein Y und wir wahrscheinlich noch ein, zwei Leute wegnaschen können. Wir checken nicht Y. Katastrophal, die Bombe. Oh, jetzt ist aber noch mal geflasht von seinem Mate. Und die Joker-Posi. Und jetzt holt er noch einen. Jetzt Crystal letzter mit 5 HP gegen 2. Und es wird so schwer. Und NK mit der Diegel macht den Kill gegen Crystal. Ja. Und es war so klar. Da sage ich, die Runde ist safe, dass sie durch die eine Runde gleich zwei Runden bekommen, da die Outlaws eine Full Echo haben, mit einer Deagle, mit einer P250. Und dann macht ihr Penta einen auf Big und verdaddelt die Anti-Echo. Das Big-Syndrom. Wobei ja Big eigentlich auch allgemein eher die zweite Runde immer verliert, wenn sie die erste gewinnen. Ah, ist jetzt arg bitter, dass sie die Runde hergegeben haben. Jetzt kommt das alte Bewährte, was vorhin schon ganz gut geklappt hat. Und das war der Argo. Jetzt kommen die Grants und mal schauen, Nikki, was er holen kann von da oben. NK hier am Spot. Hat, glaube ich, einen gesehen. NK mit dem ersten. NK jetzt down. Nikki noch oben am Balkon. Kann noch einen holen. Zack mit AWP. Jetzt Nikki noch im Pit. Bisschen gefangen mit der USP. Aber Crystal jumpt da durch. So mit Touren Free noch. Bombe aber erstmal lang down. Zack noch mit AWP down. Bombe kann aufgehoben werden. Und jetzt haben wir einen Touren Free. Also Sunny mit dem Todeslaufweg. Aber Crystal hat ein kleines Problem. Jetzt mal schauen. Sunny muss eigentlich gleich mal kurz peeken. Und mit Glück einen beim Peak wegfischen. Aber jetzt Crystal mit dem ersten. Wichtiger Frag ist vielleicht Sunny mit dem nächsten. Sehr schön gemacht. Jetzt letzter Sir gegen zwei. Crystal im Haus. Und Sunny im Haus bekannt. Aber Sunny mit dem schönen Laufweg. Und Sir wird ja sehr schön vernascht. Jetzt Sunny wird da gleich rumziehen. Macht den Kill. Sehr schön gespielt von beiden. Crystal mit den Low HP kann er noch den Kill gegen Action setzen. Sehr wichtiger Frag. Zieht somit den Fokus auf sich. Dann kann Sunny House rausgehen. Macht den Kill gegen den Spieler, der zum Spot vorpusht. Und dann ist nur noch ein One-on-Two. Und Sunny eben sehr schön gemacht. Holt ein und nutzt die Zeit, in der Crystal noch ganz kurz überlebt, um eben Action rumzuschleichen. Und dann Zerg von der Seite zu killen. Wunderbar gespielt. Jetzt haben wir eine Echo bei Outlaws. Und ich würde ja eigentlich sagen, dass die Runde safe ist für Penta. Rocking auch noch 3 HP.
Aber warten wir mal ab, ob hier nicht gleich die Schellen wieder verteilt werden. Und da fängt schon NK an. Kommt die erste Schelle. Hier gibt es auch einen Bego. Und da stehen Rocking. Ist aber down. Jetzt noch Spellern am Spot. Mal gucken, ob ich vielleicht die Smoke hier ausspielen kann. Wird ja auch nicht abgeaimt. Er hofft auf einen kleinen Push. Jetzt kann er vielleicht Crystal hier bestrafen. Aber wird durch die Smoke wissen. Aber er ist dann mit dem Kill gegen NK. Somit die erste Gefahr von der Deagle beseitigt. Und ich glaube, die saven auch. Also, Nikki mit der AK geht schon mal saven. Und Crystal macht ja Spell an. NK auf jeden Fall eine ganz gute Todesdiebe. Mich wundert es ein bisschen, dass die Outlaws sehr, sehr passiv gespielt haben in den letzten, ja, ich 8 Runden, aber es waren wenn nicht sogar 10 Runden. Also obwohl sie eigentlich Erfolg hatten mit dem offensiven Push, mal die komplette Mitte runter pushen, mal Banane pushen, stehen sie jetzt eben eher defensiv. Also klar, gewinnen sie auch ein paar Runden durch das Defensive, weil sie sich Penta ganz gut readen. Aber es ist ein bisschen schade eben, dass sie diese Variation weggelassen haben, die ihnen gerade auf Overpass so viel geholfen hat. Jetzt wird es wieder, glaube ich, ein schlechter A-Fake. Oh, es gibt einen B-Push von Outlaws. Jetzt aber nicht so erfolgreich war. Oh, da steht auch Spellern. Und Spellern hat eine AWP. Jetzt können sie eigentlich fast zu A rotieren. Mal gucken, Spellern Ansage ist ein Argo. Wird mal schauen. Rocking bleibt da. Ah, nee, sie ahnen es nicht. Diesmal haben sie keinen Read, aber eine sehr krasse Action-Deckung. Oh, aber jetzt verschießt er mit der AWP. Ist auch NK, zieht hier rum. Kann ersten holen. Kommt hier noch weg im Pit, muss auf Haus aufpassen. Ist aber abgesmoked. Der Molly sitzt. Und NK mit dem nächsten. Jetzt vielleicht gegen Innocent, macht noch einen Kill. Letzter Zen am Bogen. Auch der wird low geschossen. Und NK macht auch den. Sehr schön gemoved von ihm. Und Outlaws, wir mit dem perfekten Read gegen Penta. Lassen also lang komplett auf. Eigentlich schon, also ja, weiß nicht. Ist einfach ein sehr guter Read wohl gewesen. Hatten eben lang gar nicht gedeckt. Hatten Triple lang kurz. Hatten einen, der hier, naja, der hier so steht, die kurz Gegner baiten soll. Wir hatten eine AWP, die vom Spot auf Kante aimt. Und wir hatten einen NK, der ganz kurz hier defensiv stand. Das heißt dann, der erste hat Kontakt, geht dann defensiv. Die Ts werden rausgebaitet zum Rushen. Wir haben eine AWP, die hier reinzielt. In der Regel eigentlich noch einen wegholen können. Hat eben verschossen. Ist pushen hinterher, haben dann Fokus zur AWP, dann kann NK nochmal rumziehen von hier und eben ein, zwei Frags holen. Also ein sehr heftiger Stack in der Action, der eigentlich wunderbar aufgeht. Und Penta sehr schön in die Arme von NK baitet, der die Frags dankend annimmt. Jetzt gibt es einen B-YOLO-Push von Outlaws, eine Smoke, eine Flash. Gleich die Smoke kommen. Dann wird ja auch gleich weggeflasht, nur ist dann weggesmoked. Und Zen spielt ja arg offensiv, muss ja aufpassen, dass er nicht zu oft steht. Kommt aber eben nicht mehr weg. Jetzt noch Innocent am Spot, kann ersten holen, aber auch nicht mehr weg. Rocking fährt hier drüber, kommt der Boost, Sunny mit dem wichtigen Kill. Spellern gegen die Banane, aber den macht HS. Jetzt noch Nikki und Rocking im Turnfree. Nikki holt den ersten, kann zweiten Low schießen, holt den nächsten auch noch. Jetzt heißt letzter gegen zwei. Rocking Low HP. Na, es will hier Nicky überraschen, aber der ist auf dem Schirm. Kann jetzt Nicky holen. Letzter Rocking. Kit liegt auch da. Kann ich eigentlich noch holen. Hat jetzt Kit aufgehoben. Und Rocking joggt hier los. Da kommt sogar noch die Smoke. Oh, aber Rocking macht den Kill durch die Smoke. Schöner Versuch von ihm. Aber auch schön gespielt von Rocking. Joggt hier komplett weg mit den Strafe Jumps. Und kann sehr viel Zeit rausholen.
Also Outlaws geben hier Vollgas. Gaspedal ist durchgedrückt. Fünfter Gang ist drin. Jetzt gibt es hier gleich einen schönen Bego. Aber Innocent könnte hier gefährlich werden mit der Diegel. Der ist nicht zu unterschätzen. Wir haben sogar schon fast drei Leute am B. Also mal abwarten. Vielleicht wird jetzt hier Outlaws bestraft. Jetzt kommen die Grants. Und jetzt Crystal und Innocent. Crystal pusht hier durch nach Smoke. Innocent kann da zwei gute Hits setzen. Was reicht nicht ganz. Nach Smoke gefangen. Ah, Crystal auch down. Jetzt sieht schlecht aus. Halt noch mit dem Kill. Und Innocent in der Smoke hier. Kann er gleich einen wegnaschen. Kann ersten holen. Kann auch einen zweiten leider nicht killen. Kommt auch nochmal weg. Mit Free and Free Bombe erstmal down. Oh, jetzt gibt hier nochmal einen kleinen Boost. Und Heiß lenkt hier sehr gut ab. Aber wird hier bestraft. Ja. Jetzt noch Sunny. Die Smoke durch. Holt den ersten, holt den zweiten. Und holt den dritten leider nicht. Rocking mit 2 HP. Oh, wie bitter ist das bitte. Oh, Mann, 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 Mann. 2 HP. Wenn er da vielleicht einen Millimeter anders trifft, macht es vielleicht 2 HP mehr Damage. Hätte noch anpusten müssen und er wäre gefallen. Jetzt eben die nächste Echo und Crystal spart hier auf der AWP. Jetzt aber Innocent mit der Schelle, er hat noch 1 AP. Was Sunny wieder zu viel. Oh, und die HE sitzt wieder so gut. Den kleinen Boost, der wird abgeaimt. Sie sind somit auch bekannt. Ja, ein schlechter Start für Penta und wir können nur hoffen, dass sie gleich besser stehen als CT. Aber warten wir mal ab, wie gesagt, bisher eben nur 3 Runden gespielt. Und davon waren 2 Echos. Jetzt eben mal sehen, wenn sie Full Equip haben, auch die Grands da sind, ob sie den Go aufhalten können. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, gegen Penta zu spielen, gegen Outlaws zu spielen, da sie eben, finde ich, sehr schöne Goes haben. Dass sie sehr gut die Grunts einsetzen, also meistens die Flash werfen, mit der Flash rumziehen und einfach egal was kommt, einfach durch die Smokes durchlaufen, als Team zusammen durchpushen, keiner hier den anderen baitet und einfach die Kills traden. Und ich meine, gerade wenn man sich mal die Big-Spiele anschaut, wenn Tabs und Legia B decken müssen, haben sie meistens auch, ja, viele Probleme B zu halten. Es ist einfach sehr schwer ist meiner Meinung nach, B zu halten zu zweit. Sobald die Gegner eben die Posi so ein bisschen kennen, die man spielt. Also Tapsen eben oft auf dieser Tapsen-Posi hochgeboostet. Da Y. Warum was denn hier auf die Posi hochgeboostet? Oder eben hier an der Posi. Und sobald man so die 2, 3 Posis kennt, die CD spielen können, und dann die Grand Swift, ist einfach sehr, sehr schwer als CD gegenzuhalten. Man, die T's, wenn die es gut spielen, haben sie 2 T's, die meistens irgendwo hinten stehen in der Banane. Die im Endeffekt noch hier von hinten immer nachflashen. Die Mates laufen wahrscheinlich schon einfach blind durch. Die Mates flashen nach, obwohl die T's hier schon durch sind. Die T's müssen sich im Prinzip defensiv irgendwo verkämpfen. Falls sie blind sind, def stehen irgendwo. Und die T's können dann schnell auf den Spot draufkommen. Dann noch Molotovs werfen. Das ist echt sehr schwer.
dann irgendwie noch was auf B zu holen. Ich meine, im Idealfall holt man ein, wird dann gleich getradet und dann steht es eben 3 zu 3 und die Bombe kann gelegt werden. Daher mal abwarten, wie jetzt Penta B decken wird, ob sie B halten können oder ob die Outlaws einfach zu stark B decken werden. Ja, Outlaws hat die erste Map geholt. Ist irgendwie verbuggt oder wird auf jeden Fall falsch angezeigt. Das heißt, sollte Outlaws hier gewinnen, haben sie das Match gewonnen, 2 zu 0. Was auch nicht allzu schlimm ist, da eben Penta nochmal am 6.6. glaube ich war es, gegen Red Reserved spielt. Und sollten sie dann das Match gewinnen, sind sie eigentlich relativ sicher in den Playoffs. Also ist noch nicht alles verloren. AS hält hier nochmal den Spinbot warm. Dürfte sich hier gleich warm gekurbelt haben. Dann fliegen die Headshots. Ja, man sollte jetzt nicht seine kompletten Nerven für das Spiel hier verlieren. Nicht vergessen, um was war's? Halb 8? Nee, um halb 8 oder um 19 Uhr war es doch. Spielt dann Mausbots gegen SK. Und ich glaube, da werden dann nochmal ordentlich die Nerven strapaziert. Daher bitte noch ein bisschen hier keep cool, entspannt sein. Und den Salztank noch ein bisschen leer halten. Das Mausbot-Spiel. Ja, NK hat wohl einen ganz guten Holz-PC am Start. Muss nochmal kurz den PC hochkurbeln. Ja, wenn das nochmal hier so lang dauert, bis er da ist und dann noch an die dritte Map kommt, ich glaube, dann werde ich hier halb verhungern. Ja, die Anzeige oben ist verbuggt. Was ist verbuggt? Vielleicht war nur die... Vielleicht einfach nur die falschen Teams gejoint und dadurch ist es 1 zu 0 vertauscht worden. Also NK wieder da, PC ist an. Nochmal ganz kurz die Stats anschauen. Wir sehen NK mit 24 Frags. Macht hier ein unglaubliches Spiel. Rocking auch nicht schlecht, 16 Frags. Und der Rest ein bisschen abgeschlagen. Bei Penta sind relativ alle gleich gut, beziehungsweise gleich schlecht, je nachdem, wie man es sehen will.
Crystal vielleicht eher ein schwaches Spiel von ihm, nachdem er eigentlich ein Mega-Spiel auf Overpass gehabt hat. Ich glaube, Crystal hat ja auf Overpass 26 Kills, sowas. Hat zwar nicht gereicht für einen Sieg, aber jetzt auf Inferno. Ein bisschen enttäuschend von ihm bisher. Aber mal abwarten. Jetzt die Zielseite mit der AWP. Kann er vielleicht mehr holen. Also auf geht's, Crystal. Boah, ja, ich saßen. Eigentlich ein ganz guter Move, den jetzt hier Outlaws gemacht hat. Also die Mollin Sandbags weg und schmeißen in der gleichen Zeit leicht versetzt zwei HEs in die Banane rein, in den Pool rein. So war der Argo. Oh, das könnte übel werden. Und Sunny hier komplett weggesmoked. HS ganz isoliert, den Pit kann ersten holen. Kann auch einen zweiten holen. Sehr schön gespielt, kann vielleicht einen Trend noch low schießen. Ist ein bisschen gefangen, Molly muss ja rauspushen. Push die Smoke durch. Ja, wo ist der Gegner? Da sind die Mates da, aber Sunny macht den letzten. Und HS. Schaut da wie so ein Reh, was da los ist. Wo sind die Gegners? Und da steht nur Sunny auf dem Spot und sagt hallo, hinter dir. Also schöner Hold von Sunny vom Spot aus. Kann er schön gegenflashen, auf Zeit spielen, die Kills machen. Und dann kommen ihm schon die Rotation vom B. Und der Push wird sehr schön aufgehalten. Jetzt gibt es hier gleich ein Haus. YOLOGO. Ein YOLBIGO. Da gibt es, glaube ich, ein Doppel. Also Sunny wird als erster hier mal reinpieken. Und dann darf HS nachziehen. Jetzt macht der Molly. Und der Sunny drückt durch. Kann man nur einen holen. Aber jetzt noch HS mit dem nächsten. Vom Pit aus. Jetzt noch Touren vor. Aber Crystal setzt hier nach. Und damit letzter Spellern. Der versucht es nochmal B. Da steht aber nur Innocent. Als er den Frag machen kann. Ah, es war ein Headshot kassiert. Also kann jetzt schwer auf den Spot kommen. Hat ihm auch keine Smoke mehr. Und in der Base stehen zwei Spieler. Will saven gehen, aber da steht HS. Und er sagt hallo. Und das Ganze sieht doch ganz gut aus für Penta. Ist ja eigentlich ziemlich souverän die ersten beiden Equip Rounds gewonnen. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, dürften wir eine dritte Map sehen. Jetzt gibt es einen B-Push und da gibt es einen Dreier-Stack am B. AWP war schon mal down. Müssen wir aufpassen. AWP wurde noch geholt. Bombe ist down. Jetzt Zen-Push hier vor. Fällt aber gegen NK. Ist nur noch ein 3-on-3. Müssen sie aufpassen, die Runde nicht verdaddeln. Innocent mit 2, mit 3. Sehr schöner Spray. Kann alle Kills machen. AWP wird aufgehoben. Und X-Ray kann ich mal wieder anmachen. Crystal hat hier eigentlich einen Topspawn für Banane. Könnte sich überlegen, sogar komplett rein zu aimen vom Holz aus. Mal schauen, ob er es macht, ob er defensiv bleibt. Ne, bleibt defensiv. Also hat kurz einen Schuss Banane abgegeben, damit eben die Gegner denken, okay, wir haben eine AWP bei B. Falls sie B angreifen, werden sie eben mit zwei AWPs rechnen und nicht mit zwei M4s. Das heißt, da gibt es beim B eine kleine Überraschung. Und falls sie eben A kommen, wird auch da Crystal mit AWP stehen. Die sie jetzt vielleicht eher B vermuten werden. Da wird es gleich ein Argo geben, also spielen hier B gar nicht mehr an. Jetzt wird Crystal wichtig gegen Cirque. Oh, das Timing von der HE geht sogar defensiv, also will ich auf Zeit vielleicht spielen, vielleicht nochmal gegen. Schade eigentlich, dass die Posi so früh aufgibt. Jetzt gibt es einen kleinen Lag.
Also mal schauen, was hier gleich passiert. Jetzt Crystal anlang wird ja wichtig. Ist aber blind. Muss defensiv gehen. Bekommt hier keine Flex-Zitrum. Ah, und Zerg macht den Frack. Jetzt lang auf. Sunny und HS hier im Spot gefangen. HS im Pit. Sunny im Spot. Sunny im ersten. Sunny im zweiten. Da ist immer noch im Pit. Und kann den nächsten holen. Und Sunny und HS machen hier einen super Job. Sunny im nächsten. Jetzt letzter im Haus. Dürfte auch bekannt sein. Kann zwar noch einen holen. Aber gegen drei. Und hat hier keine Chance. Also das Dream Team auf dem A-Spot. Kannst nochmal retten. Ja, und irgendwie schaffen es die Outlaws nicht, Sunny und HS zu töten. Obwohl sie eigentlich immer gleich spielen. Sunny immer im Spot defensiv drin. HS eigentlich immer bisher im Pit gewesen. Und dann eben das Kreuzfeuer. Aber irgendwie schaffen es die Outlaws dann nicht, die Duelle zu gewinnen. Und werden dann eben wunderbar gecrossfired. Innocent? Innocent wohl kurz eingeschlafen. Warum das Crossfire war auch wieder so schön einfach vom Pit und von Sunny gemacht. Sunny war eben im Spot wieder drin. Jetzt kommt hier glaube ich ein Argo. Also Sunny war eben im Spot defensiv. Von hier deckt im Prinzip zu lang ab. HS steht eher so im Pit. Ups, steht eher so im Pit und deckt hier eben die Action ab. Sunny holt hier zwei Frags. Der von der Action-Spieler geht hier rum, will gegen Sunny facen. Da steht dann eben HS, kann ihn in der Action holen. Der ist auch tot. Und dann im Endeffekt sind drei Spieler hier tot. Komplett A erstmal gedeckt. Und der letzte im Haus wird dann eben auch abgeamt und fällt dann auch. Jetzt ein AWP. Oh, Crystal fällt hier wegen NK gegen die AK. Also Crystal. Bei denen will es nicht so laufen. Dafür muss dann erstmal HS ein Hühnchen opfern. Damit die AWP-Götter ein bisschen gnädiger sind zu Crystal. Ja, ist ein bisschen schade, dass eben Crystal hier wieder bestraft wurde. Eigentlich ein ganz schöner Push von ihm. Eben mal schön variiert, mal Haus schön gepusht, gleich offensiv. Und bekommt dann gleich so eine Stelle von NK. Jetzt gibt es hier gleich ein B-Go. Jetzt Innocent und Zen am B. Oh, Innocent will hier gleich durchsprayen. Nehmen schon ganz gut vor. Die Smoke liegt nicht gut. Muss jetzt aufpassen. Aber aimt ja auch gut ab. Und jetzt ahnen sie schon. Wir haben hier drei CDs auf dem B. So ein bisschen verbuggt von der B-Go. Der Molly kommt aber zu spät. Jetzt von der Seite. Sunny mit dem ersten, Innocent mit dem nächsten. Sunny down. Zen noch mit einer Joker-Pose. Also Innocent. Und die Zeit, 15 Sekunden noch, und es wird zu knapp, ich muss sie drauf rushen, 10 Sekunden noch. Und Innocent spielt es wunderbar runter, ist zwar jetzt bekannt als noch Zen. In der Joker-Posi. Er verschießt Zen! Oh mein Gott! Wie kann er den nicht machen? Uns reicht eine Sekunde noch vor Schluss, kann sie die Bombe legen. Und ich glaube, Zen wird sich hier beide Arme abhacken. Dass er den Kill vermasselt. Oh je, oh je. Zen. Und die Runde wäre so wichtig gewesen. Die wäre so wichtig gewesen. Wenn er den Kill macht, kann er sogar den zweiten Kill veraimen. Aber sie hätten keine Zeit gehabt, die Bombe zu legen. Aber er schafft es irgendwie, komplett daneben zu sammeln. Lässt nochmal ganz kurz den Busfahrer spielen. Und verschenkt nochmal die komplett die Runde.
Aber komm, Sen, jetzt nochmal ganz kurz Luft holen. Tief durchschnaufen. Und jetzt gleich beim zweiten Bego wird es besser laufen. Jetzt komm, Sen. Mach's wieder gut. Rück durch hier. Kann den ersten holen. Oh, die Flash kommt vielleicht zu spät. Kann den zweiten holen. Komm, den dritten gehst auch noch. Ah, schade. Niki macht den Kill gegen Sen, hat aber schon zwei Leute geholt. Einer noch logisch. Warte, vielleicht Crystal mit dem Bang. Oh, was? Doch drauf. Jetzt sitzt er aber. Nochmal low geschossen. Alle drei T sehr low. Die Runde ist noch offen. Jetzt Crystal. Dreht jetzt hier auf. Ah, aber Spellan macht den Kill gegen Crystal. Das letzte NK gegen Sunny mit dem Timing. Ja, Crystal auch vielleicht ein bisschen übermütig. Mit so einem Jump rumzuziehen. Ja, und ich glaube jetzt, dass die Tiltung bei Penta auf einem neuen Level ist. Erst die Runde von Sen. Und jetzt nochmal zwei Ts gehabt, die mit 10 AP überleben. Jetzt Innocent hier ein bisschen gefangen hinter der Smoke. Wird auch abgeaimt. Und ich glaube nicht, dass er was holen. Wenn es in die Flash kommen wird, aber jetzt vielleicht Innocent mit dem Timing holt den ersten. Wird aber gefragt. Und jetzt noch Sen will vielleicht ein bisschen zu viel. Gutes Timing kann den zweiten noch low schießen. Und kommt sogar noch weg. Und er will noch mehr. Und er macht den Kill. Und Sen geht jetzt down gegen Cirque. Ah, und Crystal piekt ein bisschen zu früh. Wird abgeaimt von NK. Jetzt beide über die Banane. Und jetzt wird's übel. Ja, jetzt. Oh, Sunny ist aber sehr gewagt. War keine gute Entscheidung von Sunny, hier nochmal komplett über die Base zu schieben. Weil ich glaube nicht, dass beide Spieler Banane bekannt waren. Oder vielleicht doch, so wie NK dasteht. Gut, ich nehme es zurück. Sunny! Komm schon, mach den Kill! Jetzt noch Zerg mit AWP. Letzter Mann am Y. Haben aber eben keine AWP. Keine Fuse-Kit. Jetzt war ich komplett verwirrt. Nochmal alles an Equipment durchdekliniert. Haben zwar eben kein Kit, aber die Zeit reicht. Der Molly kommt perfekt. Und ich nehme alles zurück. Schöner Laufweg von Sunny. Ich dachte eigentlich, dass Sunny nicht bekannt war. Aber wurde wohl doch gesehen. Und jetzt gibt es eine taktische Pause von Penta. Jetzt nochmal durchatmen und kurz überlegen, was man spielen könnte. Ich hatte nämlich gedacht, dass Sunny eben nicht bekannt war in der Banane. Und wenn dann Sunny nochmal wegschiebt, ist es halt ein bisschen sinnlos, weil sie so oder so vielleicht mit einem von der Base rechnen werden. Aber Sunny wurde wohl gesehen und NK hatte wohl irgendwie vergessen, seine Kopfhörer aufzusetzen. Da hier Sunny nochmal komplett durchgejoggt ist hinter ihm. Und den Kill dann setzen kann. NK mit 32 Frags. Ja, flippt hier vollkommen aus. Dafür haben wir auch Sunny mit 26. Mal auch ganz gutes Spiel. Ja, und die Runde wird jetzt wichtig sein. Wir sehen die Outlaws. Machen nochmal All-In-Buy. Haben UMPs, Galil, AKs. Wenig Equipment. Sollen sie die Runde verlieren? Wenn sie fast, ja, müssen sie kaufen eigentlich. Sonst wird eine Force mit noch weniger Equip sein. Also sehr, sehr wichtig jetzt hier für Penta, die Runde safe zuzumachen, nicht zu verdaddeln. Jetzt wäre es auch nicht schlecht, wenn Crystal mal aufwacht und mit der AWP die Kills setzt. Ja, vor allem bin ich jetzt gespannt, ob Penta sagen wird, dass sie normal weiter spielen wie bisher, also eben zwei Leute defensiv B decken,
3A, ein Klassiker machen. Oder ob sie eben sagen, wir versuchen was, wir wagen was. Wir versuchen einen kleinen Push. Einfach mal das Tempo zu wechseln. Und vielleicht damit die Outlaws zu überraschen. Jetzt mal schauen. Aber sieht er nach einem Klassiker aus. Zwei Leute schauen schon mal Richtung B. Drei Leute gucken Richtung A. Crystal mit dem Topspawn zur Mitte. Also vielleicht sehen wir gleich von Crystal einen kleinen Move. Entweder macht den gleichen Move wie vorhin, jumpt Mitte durch und geht Hausoffensiv und versucht Haus einen First Strike zu machen. Oder er aimt eben Mitte offensiv runter. Bin ich mal gespannt. Und hofft, dass er endlich mal heiß wird. Also auf geht's. Also Mitte auf die runter zielen. Kann den ersten Kill machen. Sehr schön gemacht. Jetzt läuft's endlich mal bei Crystal. Schon der erste Kill. Und jetzt geht's gleich Richtung B. Jetzt mal schauen, Zen und Innocent. Jetzt muss die Deckung am B sitzen. Und wir sehen schon, Penta mit einem ganz guten Read. Haben schon mal einen, der sehr weit Richtung B steht. Und das ist, glaube ich, Crystal mit der AWP. Aimt hier ganz defensiv. Nur rein, falls einer durchschleicht und kann dann sehr früh B schieben. Jetzt vielleicht Zen. Schöne Smoke auf Timing geschmissen. Kann nochmal viel Zeit rausholen. Innocent hat, glaube ich, auch noch eine Smoke. Aber jetzt mal gucken, dass er nicht zu spät smoked. Jetzt kommt aber Bego. Jetzt Rocking darf hier vorgehen. Rocking läuft in Molly rein. Wird er fast weggemollied. Innocent mit dem Kill. NK durch die Base durch. Zack, mit dem nächsten Fracking. Ist doch Innocent im Seitengang. NK kann den Frack setzen. Macht den Kill. One on two noch. 30 Sekunden noch. Bombe liegt aber in der Base. Ganz weit hinten. Und die Runde ist eigentlich fast safe. Also HS auch noch über die Banane. Sehr schöner Laufweg. Und die können sie eigentlich nicht verlieren. Eigentlich nicht. Sunny sollten ja eigentlich die Bombe picken lassen. 10 Sekunden noch, ja. Die Runde wird safe sein. Holt noch einen ersten. 10 Sekunden noch. Aber HS steht jetzt in der Banane. Muss nur noch Dev gehen. Kann ich sogar fast durchlegen lassen. Schafft er eh nicht, oder? Schafft das? Oh, wollte schon sagen. Wunderbar getimed. Sehr schön gemacht. Somit NK gar kein Geld. Und ist die 14. Runde für Penta. Aber auch sehr bitter für Outlaws. Dass wer auch immer mit der Bombe in die Base reinpusht. Und dann eben die Bombe liegen lässt. Und somit NK eigentlich vor das Unmögliche setzt. Outlaws aber mit dem Force Buy. Wollen hier nicht auf Overtime spielen. Wollen hier den Sack zumachen. Naja, also Rocking hätte wenigstens mal Nikki noch eine P250 legen können, bevor er mit einer Glock hier rumläuft. Jetzt kommt ein House-Go und jetzt Rocking. Kommt hier raus, Crystal im Pit. Kann er einen holen und die Kills setzen. Das heißt im Pit, Crystal an lang. Und er macht den letzten, somit 15 zu 13. Und das Ganze sieht sehr, sehr gut aus für Penta. Also wenn sie jetzt hier nicht nochmal gleich alle den Busfahrer spielen lassen, dürfte eigentlich safe sein. Wir sehen 5-mal Jumpies bei Outlaws. Der letzte Verzweiflungsspy, um nochmal die Overtime zu schaffen. Und es geht gleich Richtung B. Und diesmal sogar vielleicht mit Tempo. Und da gibt es einen Triple B-Stack. Also mal schauen, ob es vielleicht bestraft wird. Crystal schießt daneben. Kommt aber noch weg. Mit der AWP, holt den ersten. Kommt zwar nicht mehr weg, ist Innocent mit der. Ja, sehr schöner Spraydown, kann er zwei holen. Ist er noch auf dem Spot. Jetzt nur noch Spellern und Cirk. Ist er holt den nächsten. Und letzter Cirk und den macht Sunny nicht ganz.
Den macht Innocent und somit GG. Und es steht 16 zu 13 für Penta. Und wir haben hier eine dritte Map und die heißt DE Cobelito. Ja, schönes Comeback von Penta. Ich glaube aber auch, hätten sie die Map hier noch verloren, dann hätte sich Zen das Leben genommen. Nachdem er die eine Runde verschenkt hat, hat er die Schaufel genommen, ein Loch gebuddelt und sein Loch erstmal reingesteckt für ein Jahr, um sich von dem Schlamassel zu erholen. Aber alles nochmal gut gegangen. Sie machen 16-13. Damit steht es 1-1. Und wir sehen gleich Kobbel nochmal. Also ich verhungere hier halb. Ich würde sagen, kurzes Fäustlein. Ich hole mir irgendwas zum Snacken. Mach schon mal die Lasagne in den Ofen. Und dann sehen wir uns gleich in 5 bis 10 Minuten mit der dritten Map DE Cobble Penta gegen die Outlaws. So, ich sage auch nochmal kurz ein kleines Küsschen.